8.34 Uhr. Von Gehaltserhöhungen bleibt ja nach Abzug aller Steuern und Abgaben häufig nicht so ganz so viel übrig. So, da kann es cleverer sein, den Chef statt um Geld um Gehaltsextras zu bitten. Darüber wollen wir reden mit unserem Gast, unserem Arbeitsrechtler Alexander Brederek. Der erklärt uns jetzt, was sich da lohnt und was nicht. Erst einmal, Alex, einen schönen guten Morgen. Morgen. Müssen wir sagen, extra Gehalt bedeutet, das kann relativ schnell von der Steuer quasi aufgefressen sein. Ne? Und da ist es dann durchaus schlauer zu sagen, lieber Chef, gib mir andere Möglichkeiten, irgendwie mein Gehalt in Anführungsstrichen ein bisschen aufzubessern. Welche zum Beispiel? Na, die Standards, an die jeder so denkt, sind natürlich die ganzen Sachen, die mit Fahrtkostenzuschüssen zu tun haben, von dem BVG-Ticket bis hin zum Dienstwagen. Dann alles, was technisch ist, Diensthandy, aber zunehmend auch Dienstpad oder Computer. Und die ganzen Zuschläge, Sonntagsarbeit, Feiertagszuschlag, Nachtzuschlag. Das sind alles Sachen, die sind steuerbegünstigt und teilweise auch ohne Sozialabgaben. Das wusste ich gar nicht. Also sprich, eine Sonntagsarbeit wird steuerlich anders behandelt als eine normale Gehaltsentlohnung? Genau, da behältst du im Prinzip mehr von deinem Netto übrig, wenn der Arbeitgeber einen Zuschlag da zahlt. Also haben wir das zumindest geklärt und es gibt eben auch die Möglichkeiten, Sie haben es gerade gehört, mit technischen Diensthandy oder iPad oder was auch immer. Spannend ist aber auch dieses, wir haben vorhin das Sportstudio-Bild gezeigt, als wir darauf geteased haben, dass wir gleich mit dir reden. Ja. Was ist denn das bitte? Ja, ich habe gestern mir die ganzen Möglichkeiten mal angeguckt und bin auf über 40 gekommen. Und unter anderem kann der Arbeitgeber sich auch an so gesundheitlichen Geschichten beteiligen, quasi Wiederherstellung der Arbeitskraft. Ja, er kann eben vergünstigt einem Zuschuss für Krankengymnastik, Sportstudio, alles, was so die Krankenkassen auch machen können, aber ja nicht immer machen, das kann der Arbeitgeber auch. Mit welcher, ich sag mal, Motivation ist klar, gesund zu sein und so weiter, aber mit welcher Idee gehe ich da zu meinem Chef, um ihm das zu verkaufen, um ihm das schmackhaft zu machen? Naja, ich finde ja als erstes, wenn man über Gehaltsverbesserungen nachdenkt oder Verhandlungen führt, sollte man sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren, die wirklich Geld bringen. Also klar muss man auf Entgelterhöhung Steuern zahlen, aber erstmal hat man die ja dann auch. Mhm. Ja? Mhm. Urlaub, solche Sachen. Und wenn ich da aber nicht weiterkomme, dann könnte man vielleicht sich überlegen, bestimmte Dinge dem Chef zu sagen, die dann für den Chef eben auch günstiger sind. Der Chef muss im Verhältnis weniger zahlen, es kommt mehr beim Arbeitnehmer an. Das ist so das Lukrative, ja? Wenn ich so viel Steuern und Sozialabgaben abgehen von den Kosten. Und dadurch ist es für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Nur für uns als Steuerzahler ist natürlich nicht so nett. Also du kannst, ja, ich wollte gerade sagen, aber du kannst dem Chef zumindest versuchen, glaubhaft zu machen, dass er da noch einen guten Deal macht. Also das muss man tatsächlich trickmäßig ein bisschen versuchen. Schönes Beispiel ist der Urlaub. Manche haben 22 Urlaubstage, andere 26, andere haben 30. Wenn ich jetzt beispielsweise relativ wenig habe, mit 22 oder 24 oder so, wäre das auch so ein Ding, wo ich meinem Chef sagen kann, pass auf, lass uns doch das erhöhen einfach, geh von 26 auf 30? Genau, das ist so heutzutage in unserer Freizeitgesellschaft eine Sache, die auch jeder versteht. Ja. Life-Work-Balance. Ne? Life-Work-Balance, da kann man dem Chef auch immer erklären, dass das ja für einen auch gut ist, weil man sich dadurch besser erholt und das ist dann auch wieder eine Win-Win-Situation. Mhm. Wie kann ich denn das machen, wenn ich beispielsweise mit meinem Chef das Problem habe oder die Firma grundsätzlich das Problem habe, die Umsätze brechen ein, es geht zurück. Kann mein Chef mir dann eine Sportstudio-Karte, eine Monatskarte, einen Dienstwagen oder irgendetwas auch wieder wegnehmen? Oder heißt es, wenn ich es einmal habe, dann habe ich es? Das ist, kommt drauf an. Sicher hat man es, wenn man es im Arbeitsvertrag fest vereinbart hat, was aber oft nicht der Fall ist. Mhm. Wenn aber der Chef ohne Vorbehalt mehr als dreimal hintereinander eine Leistung gewährt, kann da eine betriebliche Übung entstehen. Und dann kann er es mir auch nicht einfach wieder wegnehmen. Tatsächlich. Also auch da gibt es rechtliche Hintergründe, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Ja. Wir haben auch noch eine Facebook-Frage bekommen. Alle Mitarbeiter, schreibt Kerstin, sollten nach der regulären Arbeitszeit in die Firma kommen, um bei neuen Firmenfahrzeugen Umgang und Nutzung zu besprechen. Das dauerte 2 Stunden. Also extra Arbeitszeit, um ein Auto erklärt zu bekommen. Muss der Chef das nicht bezahlen? Also wenn das jetzt ein Firmenfahrzeug ist und das dienstlich genutzt wird, ist das ganz normale Arbeitszeit und dann muss der Chef das auch bezahlen. Also dann nicht als extra Arbeitszeit anrechnen oder als extra Zeit, sondern du sagst, das ist rechtlich ganz normale Arbeitszeit. Wichtig ist normale hier. Arbeitszeit muss auf jeden Fall bezahlt werden. Wie man das dann macht und wie man sich da einigt, wenn man jetzt gerade beim PKW eine Privatnutzung zulässig hat, dann kann man sich natürlich darüber einigen. Sollte man auch mit dem Chef, da kann man auch ein bisschen ihm entgegenkommen vielleicht. Aber grundsätzlich ist das Arbeitszeit, wenn ich die betrieblichen Maschinen bedienen lerne. Klare Worte von Arbeitsrechtler Alexander Brederek. Vielen Dank. Gerne.